liebe Freunde der ZDF-Serie Die Bergretter. Ich melde mich heute wieder aus dem verschneiten Winterwald. Heute zum Langlauf. Ihr seht hier hinter mir, Schnee ist genügend da. Die Gegend sieht wieder herrlich aus. Strahlender Sonnenschein, minus 6 Grad ungefähr, heute Nacht minus 17. Also ideales Wetter, um in der Sonne ein paar Langlaufrunden zu drehen. Und um euch dann im Verlaufe dieses Videos auch mitzuteilen, wie sich die Verlosungsaktion Bergfan 23 entwickelt hat. Ich wollte euch ja damit danken, mit dieser Verlosungsaktion für ca. 8700 Aufrufe meiner kleinen Tour, die Bergretter und Velo, meiner Radeltour. Und dafür hat mir ja der Tourismusverband Schladming-Dachstein zwei Tickets für den Bergretter Fantag im Juni 2023 zur Verfügung gestellt und Maikos Pizza, 5 CDs Ganymea, Maikos Pizza aus Schladming, dessen Musik ich immer gern verwende für meine Radelfilme. Das soll es erstmal bis hierher gewesen sein. Wie die Verlosung sich entwickelt hat, hört ihr dann im Anschluss. Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund hören könnt, deswegen bin ich mal etwas leiser. Es ist zwar minus 6, 7 Grad, wunderschöner Sonnenschein, aber man hört, wenn man leise ist, die Vögel im Hintergrund zwitschern. Ja, und auch mit den Langlaufski kann es recht flott dahin gehen. Also genießen wir etwas die Winterlandschaft und lassen wir uns durch die Loipe, durch den Winterwald führen. Bergretter-Freunde, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, immerhin 8700 Aufrufe gab es bei den Touren, die Bergretter und Velo. Umso mehr hat mich die doch recht schwache Teilnahme bei der Verlosungsaktion gewundert. Man traut sich fast kaum zu sagen, aber den Kommentar Hashtag 2023 haben lediglich 4 Leute abgegeben. 4 Leute kommen in den Lostopf. Ich habe die Lose mit. Ich werde mir dann einen geeigneten Ort suchen, um aus den 4 Teilnehmern die rauszusuchen, die die beiden Tickets gewonnen haben, beziehungsweise jeder eins wahrscheinlich. Und natürlich auch die beiden Gewinnerinnen und Gewinner für CDs Ganymea von Maikos Pizza. Aber ich nehme es nicht so krumm. Ich genieße die Landschaft. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich habe mir Mühe gegeben. Ich habe meine Vereinbarungen erfüllt und werde sie auch einlösen. Und zwei können sich darüber freuen, dass die Tickets für die Veranstaltung des Bergretter-Fantags 2023 im Juni bekommen können. Und weiter geht's. Das hier vor euch, was ein bisschen aussieht wie eine Sprungschanze im Schnee, ist in Wirklichkeit der Badesteg für den Spechtensee. Also es liegt ja allerhand Schnee, der See ist überhaupt nicht zu sehen und wie gesagt, die Plattform zum Einsteigen in den See, wo sonst eine Badeleiter noch dran ist,
ist als solches gar nicht mehr zu erkennen. Sieht aus wie eine kleine Skisprungschanze. Ja, Freunde, mein Auftaktrennen nähert sich dem Ende. Ich bin in Richtung meines Parkplatzes unterwegs und kann sagen, dass das heute ein voller Erfolg war. Ich werde so wahrscheinlich um die 8 Kilometer gefahren sein. Hat halt eine Weile gedauert, weil ich ab und zu mal stehen bleiben muss wegen der Filmerei. Aber insgesamt eine super Sache. So, liebe Freunde der Serie Die Bergretter, ich bin wieder zu Hause angekommen. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt der Verlosung Bergfan 2023. Ich habe hier einen Lostopf, im wahrsten Sinne des Wortes einen Lostopf. Und dort gebe ich die Lose hinein. Ich habe mir das so gedacht, weil es ja nur 4 Kommentare und damit nur 4 Gewinner geben wird, habe ich hier 10 solche Karten. Auf 4 stehen die Namen drauf. Und damit ein kleines bisschen Spannung kommt, mixe ich dann die 10 Karten hier in dem Topf und ziehe dann die Gewinner. Ich werde es so machen, dass ich erst den 4., dann den 3., dann den 2. und dann den 1. Preis ziehe. Der 1. und der 2. sind die beiden Tickets für den Bergretter Fantag 2023. Und die beiden anderen sind dann jeweils eine CD Ganymea von Markus Pitzer aus Schladming. 8.700 Aufrufe hat mich doch ein wenig enttäuscht. Ich hatte gedacht, ihr habt mehr Interesse an der ZDF-Serie Die Bergretter, aber am Ende waren es dann nur 4 Teilnehmer für die Verlosung. Was soll's, ich werde die Verlosung jetzt starten. Zunächst gebe ich mal die Karten in den Topf hinein, also in den irischen Lostopf. So, ich mache das ganz unkompliziert, die Karten werden hier drin gemixt. So, ihr könnt das sehen, alles ohne doppelten Boden. Dann öffne ich den Deckel, schaue selbst nicht hin, greife mir die erste Karte, egal welche. So, eine, schauen wir mal. Ob es das schon ist? Ist das eine Karte? Ja. Oh, muss ich nochmal zurückgeben, es waren 2. Also, nochmal schön mixen. Ich greife mir eine Karte, jetzt ist es eine. Und ihr seht nichts. Also, weiter mixen. Augen zu. Nächste Karte. Also, Claudia Kandrian. Claudia Kandrian hat den 4. Preis, also eine CD Ganymea von Markus Pitzer aus Schladming gewonnen. Und weiter geht's. Nächste Karte, Augen sind zu. Kann also nichts verkehrt machen. Schauen wir mal, eine habe ich hoffentlich. Das war wieder eine Leernummer. So, und weiter geht's, sind noch einige Karten drin. Im Topf gut mixen. Und ich ziehe die nächste Karte. Augen zu und durch. Das war wieder eine Leerkarte. Nochmal mixen. Nächste Karte. Tanja Moltan. Tanja Moltan gewinnt eine CD Markus Pitzer Ganymea. Das war der 3. Preis. Tanja Moltan. Nächste Ziehung, nächste Karte. Augen sind zu. So, Leerkarte. Es wird immer spannender. Es geht jetzt um den 2. und den 1. Preis. Augen sind wieder zu. Irgendeine Karte. Leerkarte. Die Spannung steigt. Augen zu, eine Karte, nämlich die, völlig egal, Leerkarte,
Die Spannung steigt. So, jetzt aber schauen wir, was passiert. Eine Karte mit geschlossenen Augen. Ein Ticket für den Bergretter Fentag gewinnt Skyfreak. Skyfreak gewinnt ein Ticket für den Bergretter Fentag 2023. Ich glaube, zwei, drei Karten sind noch im Topf. Keine Ahnung. Ein bisschen schütteln. Letzte Ziehung. Akura Bach hat ein Ticket gewonnen für den Bergretter Fentag 2023. Akura Bach. Ich werde euch dann unter das Video erläutern, wie wir Kontakt aufnehmen können, dass ich euch die Preise zukommen lassen kann. Ja, und das soll es dann gewesen sein von der Verlosung Bergfan 2023. Hat mich gefreut, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich euch bitten, abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst. Und wem es besonders gut gefallen hat, der kann auch noch die Glocke aktivieren, damit er nichts verpasst, was in Zukunft hier so los sein wird. Ich werde mir immer wieder was einfallen lassen und ich sage euch jetzt schon mal Tschüss, euer Peter.